Guten Tag, Kameraden, und willkommen zur mittlerweile 88. Folge von der Legende von Zelda, Atem der Wildnis. Guten Tag. Ja, Runo, Yunobo, wie du auch immer heißt. Bist du bereit, Kamerad? Wir ziehen in den Krieg gegen die Bohnen. Da vorne sind sie. Sie fliegen herum und müssen von uns vernichtet werden. Wir werden sie vernichtend schlagen mit Daruk-Schirm. Na gut, dann lassen wir das. So, hallo, herzlich willkommen. 88. Folge. So viele schon. Ich habe es immer noch nicht geschafft, zwei Titanen zu besiegen. Du Schweinepriester, ihr bewacht beide richtig hart das Erz. Ich will stehen bleiben. Lobob, was hast du vorgehabt? Flachpfeife. So. Aber wir schauen mal, ob ich es schaffe, in der 88. Folge den Titanen zu betreten. So. Aber dafür müssen kleine Schritte getan werden. Und im Moment ist das unter anderem auch das Erklimmen dieser Felsnadel. Mal schauen, was oben drauf liegt. Hoffentlich irgendeine große Kiste aus Metall oder so, die ich dann den Viechern da um die Ohren hauen kann. Oder vielmehr um die Rotoren hauen kann. So, oder da hinten ist ein großer Stein. Da ist ein... Ey! So, was ist das denn? Muss ich jetzt einfach mit Bomben schmeißen oder was? Falsche Richtung. Diese Richtung will ich schmeißen. Warte. Warten. Jetzt! Die haben ja gar nicht mal so viel HP. Oh, cool. Und einer weg. Dann gehen wir noch ein Stück zu. Ich wollte sagen, wir gehen ein Stück zurück. Lass los, wenn ich B drück. B! Weißt du, immer wenn ich möchte, dass er klettert, klettert er nicht. Aber wenn er dann mal sich irgendwo festhält, dann ist es genau zum falschen Moment. Schnell da rein. Du siehst mich nicht. Okay. Also dann. Wir gehen einmal hoch. Und was kann man hier machen? Bomben schmeißen. Weg da. Das schauen wir uns mal an. So. Bombe hoch. Kavum. Oh. Nee. Ups. Shit. Au. Gleich das erste Ding hat mich erwischt. Schweinerei. Weg hier. Lauf, Link. Lauf. Okay, jetzt ist schon wieder vorbei. Halt dich fest. Siehst du? Wenn er sich festhalten soll, hält er sich nicht fest. Aber wenn das sich dann festhält, dann will ich, dass er unten, nach unten geht. Das ist eine richtig freche Schweinerei. So. Geht direkt und down. Blödes Bastard-Ding. So, du kommst jetzt mit. Bereit. Wir gehen da hoch. So, Kamerad, wir gehen da hoch. Und besiegen jetzt die frechen Gegner. Fragt sie nur wie. So, du, Yunobo, machst erstmal nix. Du bleibst stehen. So, dann können wir hier hin warten. Das erwischt uns nicht. Da drüber rennen und bei dem, was sich hier im Kreis läuft, können wir hier außenrum rennen. Okay. Ich bin schon mal dran vorbeigekommen. Also ich bin vorbei. Aber mein Kobold-Freund noch nicht. Weg. Okay, da fliegt die Bombe hoch. Hallo? Wo ist sie hin? Hm, weg. Schade. Okay, hier sollte mich auch nicht entdecken, ne? Genau. Hoch. Nee. Okay, aber ich weiß, wie es geht. Problem ist, dass das... Nein! Ach, weißt du was?
Küss mir doch die Eier. Wie ein komischer Mann, ein komischer böser Mann mit lustigem Bart sagen würde. Hier oben liegen haufenweise von den Kisten. Warum sagt mir das keine Sau? Nein, warum ist es jetzt... Warum auch immer das Magnetmodul hat... Das Magnetmodul aufgehört hat zu funktionieren. Komm her. Eine down. Und du auch. Ja, komm, weg mit dir. So, jetzt müssen wir nur noch hier runter. Möglichst ohne das Ding dann zu verlieren und dem noch einen mitgeben. Komm her. So, wann, wo, wie, hier, jetzt aber. So, komm mit. Pferd, Gedöns, ein Haufen Zahnräder, das ist schön. Liegt hier ansonsten noch was von dem Material rum? Leider nicht. Sie haben ihr ganzes Zeug wohl runtergeworfen. So. Der war auf dem Kopf drauf. Nein. Kein Eisenhammer, kein das. Was nehmen wir denn jetzt? So einen Felsenspalter, so einen richtig dicken? Und rums. Und richtig durch und von zwei Hits fällt er schon um. Das geht er nochmal. Und weg mit dir. Okay, der ist down. Oder? Ja. Is dead. Jetzt gibt es aber noch seinen Kumpel. Hier, ich hab... Du hast einen Eisenhammer, aber ich habe so ein Ding. Und mit zwei Hits fällst du um. Hey. Das Ragdoll-System in diesem Spiel ist schon lustig. So, und du, Goron-Kobold, rein. Dann drehen wir das dahin. Oh, der Titan hat uns angegriffen und um 1.20 Uhr wird zurückgeschossen. Feuer! Hat funktioniert. So, jetzt ist er ein bisschen gelähmt. Wir haben ihn gestunt. Jetzt können wir hochklettern. Ich glaube, wenn man versucht hätte, vorher drauf zu klettern, hätte es nicht funktioniert, weil seine Füße bisher gebrannt haben. Wie komme ich da jetzt hoch? Ich werde mich sicher nicht selber mit einer Kanone da rumsprengen. Und die Füße brennen wieder. Arschbombe! Ja, er ist zurück in den Krater geflüchtet. Das ist deine Chance. Jetzt oder nie. Sag mal, Link. Bei so einer Situation hat man eine Leap of Faith zu machen. Auch wenn man sich nicht Ezio oder sonst irgendwie schimpft. Aber da muss der Leap of Faith kommen. Egal. Da haben wir noch gesehen, wie wir dann mit dem Gleitschirm oben auf dem Titan gelandet sind oder vielmehr uns im Landeanflug befunden haben. Und ich glaube, wie viele Hertz habe ich mir Leute? 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ja, genau. Mit 10 Herzen sollte das gut passen, oder? Schauen wir mal. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Zing. Lange nicht gesehen, Bruder. Ich habe nie die Hoffnung verloren, dass du dich mal hier blicken lässt. Du bist sicher hier, um Rudania von Ganon zurückzuholen, oder? Ja. Dann musst du zuerst mal die Karte in die Finger kriegen, die den Aufbau des Titanen zeigt. Da hinten drin. Das ist der Leitstein, der die Karte enthält.
Alles klar. Das ist der Leitstein, der die Karte enthält. Ich muss mir noch kurz was aufschreiben. So. Fertig was aufgeschrieben. Und gleich auch noch fertig gefräsen. Wie zum Beispiel das scharfe Dampfobst. So. Dann gucken wir mal, wie es so mit dem Titan Varudania aussieht. Wir haben es geschafft, Kameraden. Wir sind auf dem Rücken des Ungeheuers. Okay, das ist... Nein, falsch. Okay, diese Platten werden wahrscheinlich dann weggehen und da gibt es dann irgendwas, was da hochgeht. Da ist die... Das Teleportationsding. Nichts passiert, weil die Siegel noch nicht geöffnet... Achso, ja gut, stimmt. Steuerungseinheit kann nur noch lösende Kontrollsiegel hochgefahren werden. Das Ding können wir schon mal wegmachen, weil das Vieh irgendwann einfach nur noch böse sein kann. Guck mal her! Okay, muss gar nicht hergucken. Kann auch so verrecken. Und hier draußen ist es noch so heiß, dass hier eine... da ist eine Fackel. Kriege ich die Fackel zum Brennen? Hey! Brenn mal! Schade. Na gut. Will nicht brennen. Na gut, also dann. Gibt es hier oben auf dem Rücken nichts? Bling? Ja gut, da hockt ja immer noch der Fluch drin. Wir haben da eben dann, als wir uns hier... erstmal reden, dann nachdenken, aber zuallererst noch vordenken kommt looten. Nämlich die Kiste da. So, was ich sagen wollte, ist, dass ich es schon wieder vergessen habe. Wie ich gesagt habe, vordenken kommt looten. Ach ja, der Daruk, der hat ja eben dann noch mit uns gesprochen und so weiter. Das heißt, es ist so, wie ich gesagt habe, oder wie es auch mit Mipha war, dass seine Seele auch noch rastlos hier in dem Titan herumgeistert. Und so muss ich sie jetzt auch wieder mal befreien. Sie im Sinne von die Seele. Und dafür geht's hier rein. Hier ist dunkel. Ein Glück habe ich eine Fackel dabei. Aber das ändert nichts daran, wenn es hier drinnen so warm ist, dass es nicht, dass nichts, also wenn es hier drinnen nicht kalt genug ist, sodass nichts anfängt zu brennen. Mein Gott. Dann ziehen wir uns aber unsere Wallhack-Rüstung an. So, denn mit der Wallhack-Rüstung ist es so, dass jeder Gegner, der mich angreift, einen Lebensbalken bekommt, den ich auch in der tiefsten Dunkelheit sehe. Okay, erstmal hier ein bisschen was an Gegnersplätten. Da gibt es Truhen und da ist sowas drin wie ein Knochenbockstock. Was? Warum? Ein Bockstock, der mit einem versteinerten Knochen verstärkt wurde. So schwer, dass nur die stärksten Bockblins ihn verwenden können. Ich kann mir denken, warum. Weil das Ding aus Holz ist und deswegen... Ah ja, und deswegen dann brennen würde. Fackel! Eine Angriffs-Plus-Fackel? Du kannst sie anzünden, indem du sie ins Feuer hältst. Ja. Dafür ist in der Tasche kein Platz. Ich zeig dir keinen Platz. Guckst du hier, normale Fackel, die nichts kann, weg damit. Und Angriffs-Plus-Fackel. Wir verzaubern die Fackel, sodass sie mehr... sodass mehr passiert, wenn man mit der irgendwem aufs Maul haut. Ey, zündest du das Ding mal an? Danke. So, da geht's nicht rein. Da gibt's dann irgendwo einen Dingselgedönsen da. Und hier funktioniert schon die Wallhack-Rüstung. Da hinten ist ein Gegner. Komme ich da nur irgendwie ran? Also bestimmt komme ich da irgendwie ran. Ich weiß noch nicht wie. Achso. Okay, da ist ein... Okay, ein kleiner Wächter. Der leuchtet ja schon von sich. Das ist okay. So. Antike Feder, antike Schraube. Hier sind ein Haufen von den Augen. Die Zahl werden wir mal ein bisschen dezimieren. Nämlich dort... Dort und dann gucken wir, dass wir das da hinten auch noch plätten.
sodass wahrscheinlich der Durchgang mehr oder weniger frei wird. Nein, da ist noch eins. So, jetzt aber, oder? Jetzt freue ich, dass die Dinger keine Lebensanzeige haben. So, da war die Kiste. Ach. So, ich versuche extra hier jetzt für YouTube immer mit was Hellem in der Hand rumzulaufen. Mir immer wieder die Fackel zu holen. Weil wenn es so dunkel ist, YouTube macht die ganzen Videos ja teilweise noch dunkler. Also, ja. Wenn ihr da nichts seht, dann wisst ihr warum. Junge, was liegen hier für viele Kisten rum? Die sind einfach nur von den Augenviechern. Hm. Da oben ist ein suspicious Kreis in der Decke. Alles klar, da unten sind ein paar weitere Gegner. Und da ist die nächste Tür zum Öffnen. So, hier gehen wir noch nicht wirklich rein. Jetzt geht es erstmal darum, alle Kisten zu holen. Schaut euch an, wie der Wallhack funktioniert. So, Kiste 1, Ritterbogen. Okay, dafür ist in der Tasche kein Platz. Waro dann, ja, da bin ich drin. Ritterbogen, ich habe genügend Ritterbögen. Das Ding hat Angriffskraft plus. Schmeiße ich den hier weg und hole mir dann einen komplett neuen. Genau, öffnen ist richtig. Nicht einfach nur wieder aufnehmen. Kennt man ja. Und dann sind da noch zwei weitere Boxen. Fünf Holzpfeile, ja. Verständlich. Und fünf Holzpfeile. Gut. So, Fackel. Fackel brennt. Okay, da drüben ist dann die Karte. Hier soll es eigentlich nichts mehr geben. Und ich glaube, einen Lichtschalter finde ich auch ganz cool. Oh. Ah, der Ritterbogen. So, und hier ist dann die Karte. Sehr schön. Was das dann für eine Mechanik gibt, finde ich auch noch interessant. Alles dunkel, man sieht einen Scheißdreck. Schicker schon erkannt, Karte wird aktualisiert. Ja, dann machen wir. So, ah, fertig. So, Karte. Okay, ich kann den... Ah, ich kann das Ding neigen. Du hast einen Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Boah, das ist ja gemein. Gut. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh mal. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Waro Dania regeln. Um ihn zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Ich verlasse mich auf dich, Bruder. Ja! Es wird hell. Ich wusste es doch, dass ich diese Rollo-Shots da Dinger auch... dass die da auch aufgehen können. Sehr gut. Und ich muss irgendwann tatsächlich auch noch hier meinen Heldengewand dann... oder Reckengewand upgraden, weil es... ja, immer noch nicht upgradet worden ist. Aber das liegt auch vor allem daran, dass ich im Moment nicht... ganz bereit bin, dafür drei Prinzessin-Enziane auszugeben. Da diese Blume fucking selten ist. Oh, da ist ein Kontrollsiegel. Okay, und wie komme ich an dieses Kontrollsiegel ran? Wenn ich mich hier drüben hinstelle und dann den Titan neige. Ah? Hallo? Ach so. Okay, so rumneigen. So, warte. Kontrollsiegel. Okay. Eins. Geschafft. Das war nicht so schwer. Schiegestein erkannt. Weiter so, Bruder. Weiter so, Bruder. Bruder. So, da ist der suspicious Kreis, den ich gesehen habe. Da, aua. Hm.
Noch eine Kiste. Sehr schön. Ah, und die Musik ist schön. 5 Eispfeile. Gut, besonders effektiv gegen brennende Ziele. Ist der Boss dieses Tempels vielleicht ein brennendes Ziel? Oder wird er vielleicht ein brennendes Ziel sein? Weiß ich nicht, das wäre ganz cool. Apropos brennendes Ziel. Kommen jetzt die... Ah! Gelöst. So, was kann ich jetzt mit dir anfangen? Gar nichts, weil ich nicht rankomme. Sehr gut. Was ich aber kann, ist... Da hoch. Oh. Was machen die Metallklotz da? Das weiß ich noch nicht. Aber... Gierig, ich hol sich jetzt erstmal noch die Kiste da. Oder versucht es zumindest, verdammte Schweinerei. Nein, nein. Ich kann ja auch wieder rausgehen und dann da hochkommen, oder? Ist die Tür jetzt mittlerweile wieder auf? Das gucken wir nach. Da ist nicht die Tür. Da hinten ist die Tür, oder? Ja. Sie ist wieder auf. Die Tür ist wieder auf. Jawohl. Also, dann geht's da hoch und dann kann ich da von oben nicht reindroppen. Oh, heiß, 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 heiß. Feuer, Feuer. Rein da. Okay. Warlock-Rüstung war zwar ganz gut im Dunkeln, aber jetzt sollte ich doch wieder die Anti-Feuer-Rüstung anziehen. Denn dann kann ich... Ah, das Ding brennt ja auch. Stimmt. Ich habe so viel Müll an Waffen dabei. Weil ich alles hier verbrauche und... Ach, Mann. Darunter droppen? Nö. Da ist doof. Dann aber hier auf der anderen Seite. Darunter will ich. Hier. Oder? Nö. Wie komme ich denn gut auf diesen Balken? Hier! Ja! So, perfekt. Und dann geht's dahin, genau zu meiner Kiste. Ein Ritterbogen. Ach, den kenne ich doch. Aber ich will hier jede Kiste in diesem Tempel gut öffnen können, sodass dann vielleicht auch da steht, dass ich alle Kisten hier geöffnet habe. So, kann ich jetzt von hier oben aus irgendwas tun? Ich könnte gucken, ob ich eine schlechte Idee mache. So. Oh, oh. Habe ich mich gerade aber kurz erschrocken, weil das Ding mir vor die Füße gefallen ist. Okay, wenn ich da unten drin bin, kann ich damit nichts anfangen. Okay, hier kann ich einen Stopper hochfahren für irgendetwas, was hier dann wohl runterrutscht. Dann gehen wir mal schauen, ob es hier irgendwas gibt, was ich dann runterrutschen lassen kann. Oh. Hä, was sabbert denn hier denn so rum? Sind es solche von diesen komischen Schädeln? Ah, hier bin ich. Und da ist der... Da ist so ein Ball drinne. Ah. Schaut euch an, den Ball. Das heißt, jetzt... Nein, nee, 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 nee. Bock blind Kopf. Und dafür brauche ich irgendeine Lanze, wie zum Beispiel einen Erzbohrer. Weg damit. Okay. So, jetzt stellt sich mir die Frage. Okay, das Ding kriege ich hoch, indem ich da die blaue Flamme hinbekomme. Aber ohne zu klettern komme ich hier halt nicht hoch. Oder? Wobei... Ich weiß nicht, ob ich nicht eben gerade ein bisschen Bullshit erzählt habe. Probieren wir es mal aus. Wo waren das jetzt? Hier kriege ich zumindest, wenn man das denn will, blaues Flamme, blaues Feuer. Dafür brauche ich aber die Fackel. So, da ist der Leitstein. Hä? Wo bin ich denn jetzt eben hochgerannt? Ah, ich weiß wo.
So, hier will ich hin. Um mir dann die blaue Flamme zu holen. Wenn ich dann da hochlaufe. Und es sollte funktionieren. Damit ich dann das da oben anzünden kann. Und dann kommt der Ball da raus und dann... Ja. Genau. Aber ob das mit dem Ball tatsächlich so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie das getan hat, dann zeigt mir es doch sehr, sehr gerne in Form von Daumen nach oben und Kommentar. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein würdet. Bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dahin, haut rein und ciao.